Hallo zusammen und willkommen zum neuen Video. Heute geht es um ein Fahrzeug, wo ich schon seit Monaten, wie lange hat es gedauert? 2 Monate jetzt? Ja, circa. Was mir besonders am Herzen liegt, wo ich richtig geil drauf war und wo ich fast sagen würde, das ist einer mit der geilsten Dinger, was wir gebaut haben. 202 mit 55 Kompressor und ich finde der Motorraum, der, wie sagt man, spricht Bände, würde ich sagen, ja, oder? Spricht für sich auf jeden Fall. Spricht für sich, das sieht aus wie ab Werk, das ist so schön clean gehalten, also wir sind alle Mann richtig stolz drauf und wir sind eigentlich schon so nervös zu fahren, also gespannt, was gleich bei Raum kommt. Ansonsten zum Fahrzeug W202 C43, Ursprungsbasis, mit einem Designio-Lack, fragt mich nicht, wie die Farbe heißt, ich habe es gelesen in der Datenkarte, aber ich weiß es nicht mehr, also in der Farbe sieht der besonders geil aus, also es ist, teilweise denkt man, das ist schwarz. Du sagst immer, es ist lila, ich sage immer, es ist blau. Ne? Wir haben voll die Diskussion schon gehabt, weil ich sage, da ist ein Touch lila mit drin, er sagt, da ist blau mit drin, der eine sagt, da ist grün. Auf jeden Fall sieht es richtig geil aus, weil im Licht wirkt er doch wesentlich edler und teilweise denkst du, der ist schwarz. Also richtig geiles Auto. Also C43, Ursprungsbasis, 55 Kompressormotor aus dem CL, W215 wieder, da passt die Ölwanne alles am besten. Komplett überholt, dann haben wir auch wieder größere Drosselklappe, größere Einspritzdüsen, die Kraftstoffleitung verbunden, Beltrip-Kit, Riemenscheibe, also alles so ziemlich was man verbauen kann, wo auch, sag ich mal, für den Motor nicht schädigend ist. Muss man ja auch immer beachten, weil das ist ein Kundenfahrzeug und das muss auch funktionieren. Und deswegen versuchen wir wirklich ein Maß zwischen Stabilität und Leistung zu finden oder zu treffen, um nicht zu übertreiben. Wassermethanol ist noch mit reingekommen. Fächekrümmer, das war auch eine Sache für sich. Also wirklich musste Lenkung alles raus, dass wir es einbauen können. Das zeigen wir gleich im Detail. Ist nur jetzt so mal zum Erklären, was alles gemacht worden ist. Das Komplizierteste bei dem Auto war wirklich die Elektrik. Also es muss so viel geändert werden. Ursprünglich das Einspritzsystem ist ein ME 2.0. Mit EGS 51, also die alte Gassenschaltung, altes ESP und das musste alles umgebaut werden. Wir müssen auf ME 2.81, Tiptronic-Schaltung, ESP-Steuergerät mit ABS-Einheit, mit alles rum. Das musste alles auf neues Stand gesetzt werden, damit das Ganze funktioniert. Dann kommen noch die Lüftersteuerung dazu und all so Kleinigkeiten. Das ist wirklich so ein Rattenschwanz an Positionen, bis du dann endlich mal sagen kannst, okay, alle Lampen sind aus, alle Fehler sind weg. Es sieht gut aus, wir können gleich mal fahren. Ja, Christoph ist schon nervös. Er will natürlich den Motorraum zeigen. Wassermethanol-Tank. Also da passen 15, 20 Liter bestimmt rein. Ich weiß es gar nicht. Also aber auf jeden Fall sehr, sehr viel. Geht auf jeden Fall eine Menge rein. Also richtig schön positioniert, fest. Dann haben wir hier den Behälter für die Ladeluftkühlung. Und ansonsten sieht eigentlich der Rest aus wie original. Vom Motorraum her. Was natürlich sehr, sehr eng ist, du kannst ja mal hier vorne reinhalten. Ich nehme die Abdeckung weg. Also viel Luft haben wir nicht. Da ist wirklich alles ausgeschöpft, was geht am Platz. Aber es geht. Ihr seht. Ja, ist wirklich auch hier an den Fittingen, wenn man sieht. Hier sehen wir es auch, da haben wir wieder unsere Alufittinge, die gibt es im Shop. Schleichwerbung. Muss immer sein. Muss immer sein, Schleichwerbung muss mit drin sein für den Shop, das wisst ihr ja. Und ihr will immer wieder mal reinschauen, es kommt regelmäßig Update. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber EFI-Kit 16V ist fertig. An den anderen sind wir auch dran. Ich lass mal hoch und zeige mir den Rest. Das Auto ist so geil geworden, dass ich ihn gar nicht hergeben möchte. Ich habe schon so Spaß gesagt, ich glaube, ich kassiere den. Ich behalte den. Also, hier haben wir einmal Ölkühlermotor. Dann haben wir das Steuergerät für Lüfter, PWM-Steuergerät. Hier hat der Christoph natürlich einen riesen Kühler noch reingequetscht. Also das war beim 202 echt schwer. Und gerade jetzt, wo er zählt auf der Bühne ist, schaut euch mal hier die Platzverhältnisse an. Also man denkt, dass jetzt Platz da ist, weil der Kühler drin ist. Aber eigentlich ist null Platz. Und wenn wir jetzt mal rübergehen zum CLK, müssen wir mal anschauen. Also hier wird die Stoßstange ist ja noch bis hier vorne hin. Hier wird ohne Ende was reinpassen. Also der CLK hat wesentlich mehr Platz wie der 202. Wir haben uns immer diesen Baugleich, aber eigentlich auch voll unterschiedlich. Wir haben uns auch total verschätzt. Wir haben gesagt, ja, wir haben wieder einen großen Kühler genommen und haben gesagt, oh nee, diesmal nicht. Weil auch die Haltelaschen von der Stoßstange, die sind
komplett hier so seitlich angebunden von der Seite. Also da geht wirklich nicht viel mehr rein. Aber ich bin überzeugt, mit Wasser mit der Null zusammen sollte der allemal reichen. Ja, Wasserkühler, dann wieder Pumpe für den Leerluftkühler, Automatikgetriebe, Ölkühler, weil, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, der C43 hat für die Getriebekühlung einen Wärmetauscher mit drin. Also der M113 aus dem C43 hat hinten am Zylinderkopf einen zusätzlichen Wasseranschluss, der läuft dann hier hin zum Wärmetauscher und so wird das Getriebeöl mitgekühlt. Das haben wir nicht gewusst, dann haben wir jetzt rausgenommen und haben kompletten Getriebeölkühler mit reingesetzt. Und der Christoph hat mal wieder die Wasser mit der Nullpumpe auch wieder dazwischen irgendwo versteckt. Also es ist eigentlich Wahnsinn. Es passt alles rein, es ist alles drin, es ist so alles bombenfest. Wo wir es angefangen haben, haben wir gedacht, das wird nie was. Ja. Wir haben wirklich gezweifelt. Wir haben wirklich so da gestanden, haben gesagt, scheiße, das muss alles irgendwie da rein, aber wie und wo und dann so Stück für Stück. Mit Papa hat er angefangen, den ersten Kühler, zweiten Kühler, dann haben wir Kühler gesucht, wir haben schon nach Universalkühlern, nach alles Mögliche geschaut, weil wir brauchten wirklich ein Maß, maximal Tiefe, also Höhe, maximal Höhe und Breite, dass das wirklich da reingeht und auch die Tiefe war eine Klima muss drin bleiben natürlich wieder, die muss auch funktionieren. Also, ja, ich lasse mal oben zeigen, den Auspuff. Also, ich bin eigentlich als bei den meisten mal so die 100, 200. Das ist so, was mich am meisten juckt in den Fingern, was da rauskommt. So, hier haben wir einmal den Fächerkrümmer. Den Fächerkrümmer, das ist voll grammatisch. Der Fächerkrümmer, oder? Ja, was auch immer, ihr wisst, der Krümmer. Und es geht ja einmal so zwei Rohre um die Lenkung herum. Also das ist wirklich saueng. Saueng alles komplett. Die Seite ist natürlich wieder immer schön einfach. Ja. Aber diese verdammte Kugelumlauflenkung, die, ja, die ist immer irgendwie im Weg, egal was man baut. Ja, und hier haben wir dann noch übelst übertrieben mit zwei dicken Rohren weiterhin zu den Cuts und dann bis nach innen hin. Also ich finde, dieser typische Einschalldämpfer aus den 98, 2000er Jahren, beim 210er, beim 202, beim CLK, die haben einen super geilen Klang und die Autos werden nicht zu laut damit. Also es ist ein wirklich satter, rotziger Sound, wo nicht übertrieben zu laut ist und trotzdem man merkt, dass was passiert ist. Würdest du jetzt Privatschraubern empfehlen, diesen Umbau zu machen? Nein. Weil viele ja wahrscheinlich denken, man nimmt diesen Motor, klatscht den rein und gut ist. Also, nein. Auf gar keinen Fall. Nein, wirklich nicht. Ich muss auch sagen, das ist ja vielleicht in den letzten Jahren in den ganzen Videos ein bisschen untergegangen, so über Preise zu sprechen oder sonst was. Also dieser Umbau war extrem kostspielig, also wirklich kostspielig. Ich sage die Summen nicht, weil ich weiß ja auch nicht, wie die Kunden darauf reagieren, aber das kostet richtig Geld, weil da gehen zwei Monate, waren wir dran, voll zugange, mit zwei Mann, drei Mann teilweise, also und diese ganze Elektrik und alles, klar, natürlich ist auch, wie der Anspruch vom jedigen selbst auch ist, wenn er sagt, okay, wenn eine Lampe leuchtet oder ob ESP geht oder nicht, ist mir egal. Klar, dann kriegt man das schon alles irgendwie einfach hin. Aber wenn das so aussehen soll, wie vom Werk und alles muss funktionieren, dann also als Privat, ich glaube, da haben sich auch schon viele dran versucht. Es geht ja schon los, Wegfahrsperre, es geht schon los mit, es ist so, nee. 55 Kompressormotor, gibt es auch nicht mehr jede Ecke, muss auch schon richtig suchen. Muss erstmal einen guten Motor finden, den überholen komplett. Wie gesagt, im letzten Video beim 210er oder ich weiß nicht, welches Video zuerst kommt, wir haben drei 55 Kompressormotoren gekauft und alle waren überholbedürftig. Also wirklich, du kannst keinen Motor aus dem Netz kaufen, einbauen, noch Tuning drauf machen und sagen, so, ich gehe jetzt, hab Spaß und gehe jetzt mal ein bisschen ballern oder sonst was. Der eine war voll mit Dichtmasse, die Ölpumpe war voll gequollen. Also, und meistens, an jedem Motor waren sie schon dran. Am jeden Motor, der eine hat schon Stirndeckel neu bekommen, da ist mal was passiert, überall war schon was und das kannst du nicht riskieren. Nee. Privatperson für sich zu Hause in der Garage ist natürlich immer was anderes. Wir müssen auf solche Arbeiten natürlich, wir halten den Kopf hin und da muss das auch, wir geben unser Bestes. Natürlich kann immer irgendwas passieren, das hast du nie in der Hand bei sowas.
Ja, die Frage kann ich genauso gut dir stellen, Christoph. Willst du das machen? Vor allen Dingen hast du ja gemerkt, es ist ja, die, meistens ist ja, dass der Mensch eine Sache gut kann. Hm. Der eine kann gut schweißen, der eine kann gut Elektrik, der eine kann gut, so wie jetzt du, Halter und Zeichnen und alles mögliche. Und es ist schwierig, die Person, dass die alles kann. Und bei so einem Umbau hast du ja alles. Du musst eigentlich alles können. An der Elektrik würde ich zum Beispiel total scheitern. Aber wir haben uns ja auch schon, wie viele Steuergeräte ich bestellt habe. Keine Kommunikation, hier, da und wieder ein Sensor, wieder anders. Und Drehratensensor war anders und nur so die ganze Zeit. Ja, eigentlich bin ich voll heiß Stoßstangen montieren und fahren. Ich wollte euch das Ganze nur vorher zeigen. Du kannst ja hier nochmal reinleuchten, wie eng das ist. Jedes Mal, wenn ich reinschaue, denke ich nur, Gott, scheiße, ist das eng. Ohne AMG-Paket hätten wir es gar nicht reinbekommen. Nee, keine Chance. Also die Stoßstangen, die sind ja wirklich, AMG hat so viel mehr Platz wie normal. Mhm. Ist schon beim 500e auch dasselbe. Wenn du 400e hast, haben wir ja schon gemerkt, bei dem Dings haben wir auch null Platz gehabt. Also ohne AMG-Stoßstangen wird es nochmal wesentlich schwieriger. Aber ist schon geil. Ist schon gut. Ist schon geil. Wir sind schon mittendrin, das Auto ist aufgespannt. Wir machen den ersten Lauf und ja, wir sind alle Schweine nervös. Wir gucken mal, was da rauskommt. Wir quatschen gleich noch mal in Ruhe. Scheiße, ich hab Angst gehabt, der Motor springt raus. Hast du gesehen, wie der sich angehoben hat? Ich hab zuerst gesagt, die Motorlage reißen lernen. Ich hab nur gespürt, wie der Boden vibriert hat. Ja, und hinten die Absaugung weggedrückt und alles im Plan ist. Scheiße, Alter. Können wir schon was sehen? Weiß nicht, der Meister hier. Jo, komm mal rüber. 577 PS und 801 Newtonmeter. Geil. Leckung, ja. Guck dir mal die saubere Kurve an. Haben wir das denn hier richtig gemacht? Ja, doch. Verlustleistung sieht gut aus. Ne? Ja, die Jungs kennen sich eigentlich mit dem Prüfstand viel besser aus als ich. Also eigentlich habe ich keine Ahnung vom Prüfstand, muss ich mal zugeben. Die zwei machen das andauernd. Aber das sieht richtig gut aus, ne? Oder? Ja. Das ist brachial. Ich habe nur gesehen, zu fett ist schon. Nein, ich muss jetzt gucken, wie ich den Nichtwert da irgendwie reinkriege. Zu fett läuft er noch, der hat Lambda-Sonne mit an. Ich habe eigentlich gar nicht jetzt mehr erklärt, ne? Auto nichts mehr. Ich bin so mittendrin eingestiegen, so aufgeregt alle, dass uns allen die Worte fehlen. Ja, Auto haben wir ja gezeigt. Gefahren sind wir nur so ein bisschen zum Einstellen, weil es regnet die ganze Zeit. Aber wir haben gedacht, bis wir jetzt auf schönes Wetter warten, schauen wir erstmal, was hier passiert. Und fahren werden wir natürlich ja noch nächste Woche, sobald es ein bisschen trocken ist, 100, 200er Messung machen. Hört sich aber echt böse an, ne? Wenn der loslegt. Hört sich richtig böse an. Das klingt so arschgeil. Schon wieder erschrocken. Ja. Also der hat so einen geilen Bass im Sound, das ist nicht normal. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich weiß, ich habe gerade ein bisschen im Video reingeschaut. Auf dem Video kommt es absolut nicht so rüber wie in der Halle hier. Das dröhnt, das ist nicht normal. Wir haben eine 6 vorne gesehen. Aber weniger Drehmoment haben wir. Hier in Jungen? Okay. Ich muss was beiden, was mit den Nordrang vergessen. Ich habe gerade noch dran gedacht, ob der es angemacht hat. Also ohne Wassermethanol. Ohne Wassermethanol. Ich wollte ihn zuerst fragen, hast du Wassermethanol an? Aber was ist mit dem Lambda denn? Ja, ich bin immer fett. Extrem fett, ne? So, wir machen jetzt den dritten Lauf. Beim zweiten Lauf hat der Raphael vergessen, Wassermethanol einzuschalten. Und Lambda-Wert war immer noch so hoch. Aber wir machen jetzt den dritten Test, hoffen, dass der Lambda-Wert passt. Und damit ist es dann auch getan. So, wir haben drei Läufe jetzt gemacht. Also im zweiten Lauf hatten wir über 600 PS. Ich finde das für ein 202 sehr standesgemäß. Also ich denke mal, Traktion,
Keine. Also wir haben sie jetzt bis jetzt im Nassen probiert, da hast du gar keine Chance gehabt, auch im Trockenen. Dann haben wir das Gemisch abgemagert, dass wir auf Richtung 01 kommen. Da wir uns jetzt ein paar Prüfstandsläufe sparen wollten, natürlich wollen wir jetzt das Auto auch nicht so quälen, es ist frisch zusammengebaut, haben wir das Wasser mit der 0 dazu geschaltet und siehe da, es ist noch fetter geworden anstatt mager. Also müssen wir das Ganze jetzt kombinieren, nochmal anpassen, dass wir wirklich auf Lambda 08 hochkommen. Denke ich mal, dann wird die Leistung auch wieder höher gehen. Also man hat wirklich gemerkt, mit Wassermethanol, also wir hatten zuerst 580, dann 606 und wo wir das Gemisch anpassen wollten und zusätzlich Wassermethanol, ist er fetter geworden, dadurch ein bisschen weniger Leistung. Also normalerweise sollte das Ganze umgekehrt sein, das wird es auch so sein, wenn wir das ganze Gemischfeld anpassen. Aber für heute Abend ist erstmal Schluss, weil das ist schon doch ziemlich laut und kalt dazu, würde ich mal sagen. So, es geht weiter. Ich weiß gar nicht, ich habe mal nicht mitgezählt. Du, gefühlt ist das die 20. Messung. Also wir hatten echt Gemischanpassungsprobleme. Also mal waren wir zu fett, mal zu mager. Probleme sind das ja nicht, aber es muss ja wirklich klappen. Und jetzt haben wir es so weit, dass es fertig ist. Und was schätzt du? Ich? Ja. Ich weiß es ja schon. Du weißt es schon. Das ist blöd. Ja, komm mal näher. So, wir haben jetzt die besten Messungen rausgesucht. Einmal haben wir... Ohne Wassermethanol haben wir 591 PS und 769 Newton. Das haben wir aber eigentlich auch mal besser geschafft. Ja, genau, die ersten zwei Messungen waren sogar leicht drüber. Genau, da hatten wir 606 und 800 Newton. Und dann sehen wir jetzt hier einmal, dann haben wir noch die mit Wassermethanol, haben wir 624 und 828 Newton. Schon brutal, ne? Also wenn man eigentlich so schaut... Wie krass schnell der Drehmoment schon ansteht. Ne? Hm. Was haben wir denn schon hier? Bei welcher Drehzahl? Hier haben wir bei 3000 Umdrehungen haben wir schon voll Drehmoment. Das ist, überlegen. Das bei ist der Drehzahl schon 800 Newton. Für ein 202, aber das ist so geil und es verläuft eigentlich richtig schön sauber. Also Drehmoment flacht ab. Man sieht zwar, dass der Kompressor jetzt von dem Wirkungsgrad her, sag ich mal, bis 5500 und dann geht es runter. Der eine würde sagen, das ist schlecht, aber ohne die Übersetzung ist es noch krasser gefühlt. Also ich finde mit der Originalübersetzung, die 55 Kompressor, laufen saugut, aber man merkt obenrum, dass sie noch stärker abflachen und ich finde, hier ist es länger gezogen. Also trotzdem haben wir ja noch 600 Newton am Ende, also eigentlich finde ich es besser. Es fühlt sich beim Fahren immer geiler, wenn die Übersetzung ein bisschen krasser ist. Der macht jetzt 0,9 Bar Ladedruck. Und hier sehen wir den Lambda-Wert, komm mal näher, ich weiß nicht, ob das... Das ist ja so richtig krass. Hier haben wir bis 0,9 Lambda, 0,85, sowas in dem Bereich, immer 0,8, 0,85. Und mit Wassermethanol haben wir dann teilweise unter 0,8. Also so viel krasser macht das was aus, wenn Wassermethanol mit eingespritzt wird. Und ich muss auch zugeben, ich habe nicht gewusst, dass das Gemisch so viel fetter wird, wenn zu viel Wassermethanol eingespritzt wird. Also da war ich wirklich auf dem Holzweg. Ja, weil eigentlich ist ja der Effekt, wenn du ja die Luft abkühlst, bekommst du eine bessere Zylinderfüllung, dann musst du mehr anfetten, aber im Gegenteil, durch den Methanolanteil wird das mitverbrannt. Wahrscheinlich verhält sich das im Sommer auch wieder ganz anders. Was haben wir hier in der Halle? Gefühlt ist es 2 Grad. Es ist kalt. Aber ich denke mal, dass es im Sommer auch wieder so, als ob du jetzt fährst bestimmt. Ja. Was im Sommer dann der total Wagen krass wird wahrscheinlich ist. Eh mehr Wärme sehen. Ich denke auch, dass er mehr staubreich und warm unterwegs ist. Leistung. Voll geil, voll zufrieden, also im 202 830 Newton und über 600 PS ist eigentlich schon richtig geil. Ja gut, der wird Traktionsprobleme haben. Also wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, ich hoffe, dass wir so trockene Tage finden, dass wir eine 100-200 Messung machen können, weil das interessiert mich auch wie Sau. Und ich würde sagen, wir quatschen jetzt nicht mehr lang, wir sehen uns gleich beim Fahren. So. Gerade hat der Christoph meine Fahrposition bemängelt. Er sagte, meine Hände sind irgendwie viel zu gerade ausgestreckt. Also gut, ich habe keine Rennfahrergene. So sieht es besser aus. So sieht es besser aus. Also. Für mich ist komisch, weil ich habe nicht so Luft vorne. Ich habe Lenkrad immer ganz weit vorne. Ja, wir sind die ersten Meter gefahren. Der Christoph sagte dann gerade auch schon, oh, das wird echt doch schwierig, das Ding zu messen. Wir müssen zugeben, die Reifen sind wirklich nicht mehr die besten. Der Kunde macht sich selbst neue Reifen drauf. Aber... Ab vierten Gang haben wir erst Traktion. Also er sagt selbst, das ist der Ur-202. Das ist mit viel Gefühl fahren. Mit viel Gefühl und ja,
wird sich jetzt zeigen, ob ich irgendwie Gefühl schaffe aufzubringen hier. Ja, wir haben auch gerade schon mal so kurz probiert, Tacho, dass wir das mitfilmen. Aber der Christoph kann sich nicht halten, wenn ich beschleunige. Das wackelt zu sehr. Was sagst du so, deinen ersten Eindruck als Beifahrer, müssen wir jetzt dazu sagen? Ja, es ist halt Drehmoment satt, also wirklich permanent, ne? Direkt da, das ist wirklich ganz anders wie so ein Turbofahrzeug. Ich muss echt aufpassen, weil bei jeder Brückenschwelle geht die ESP-Lampe an. Also du fährst über die Brücke und bei der Schwelle ist jedes Mal ESP am Regeln. Also das ist wie so ein Moped fahren. Wie so ein 1000er GSX-R oder was auch immer, wenn du voll durchziehst und du Angst hast, dass du eben den Bodenkontakt verlierst. So sind die Hinterreifen. Also ich habe das erste Mal so Mühe mit 100, 200 messen. Sonst habe ich so drin gesessen, okay, kick down, habe gesagt, ja, kannst nichts viel falsch machen. Diesmal muss ich mich echt irgendwie so, ich muss dran arbeiten. Man könnte sagen, zu viel Drehmoment. Ja. Sound ist geil, ne? Sound ist auch, ja, du wirst voll nervös in dem Auto irgendwie. Du wirst, das sagt die ganze Zeit, ich will, gib voll, mach und mach dich irgendwie bekloppt. Du kannst dich nicht normal konzentrieren auf Autofahren. Also mein Plan war jetzt gewesen, ich probiere es manuell, wenn wir gleich eine freie Stelle haben. Ich probiere jetzt mal den dritten. Wir sind so bei 90. Im dritten ist er nur am Spulen, das gibt's gar nicht, ey. Alter, beim Schalten macht er sogar einen Ruck. Was habe ich jetzt? Eine 7,4 habe ich gesehen. 7,4, aber so. Ich weiß nicht, ob was sieht. Aber mit wie viel bis ja, 140 haben wir. Boah, da ist noch viel mehr drin, also wenn kein Schnupfer ist. Ich habe eigentlich, ich denke, wir machen einfach den vierten Gang und ziehen einfach den vierten Gang voll durch. Ja. Weil das ist irgendwie die im dritten, also merkst du, null. Das müsste echt gut sein, ne? Also wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt langsamer werde, 60 und ich nehme den dritten, der fängt ja, der hat ja durchgedreht noch bei 6000 Umdrehungen, hat er noch Wildspin angefangen. Ne? Also wir sind jetzt im fünften. So, warte, ich gehe jetzt mal runter. Hast du gemerkt, wo ich vom vierten im fünften geschaltet habe? Was der da für einen Ruck gegeben hat? So, vierter Gang. Zieh ich mal vorne durch. Jetzt kommt auch Drehzahl. Jetzt fängt er an, den Arsch rumzuschieben. Also ich bin die ganze Zeit im vierten geblieben. Aber, boah, da kann gar nicht ruhig halten. 7,5. Das ist eigentlich voll scheiße, weil das Auto ist sau schnell, aber ich krieg's nicht wirklich vernünftig gemessen. Ey. Ja, aber 7,4 ist ja auch schon wirklich schnell. Ja, aber du merkst doch, ja, das war jetzt ein Gang einfach nur durchgezogen. Ja. Und du hast ja gemerkt, dass er so jetzt von 2000 bis so 3,5 ist er noch und dann fängt er nochmal richtig an. Also meinst du, soll ich vielleicht doch Automatik probieren? Ich muss jetzt noch ein bisschen langsamer werden. Jetzt bin ich unter 100. Alter, wie das Ding reißt. Scheiße! Über 200. Und? Was haben wir? 6? 6? Boah! Das muss man ganz sehen. Was ist denn? 6? 6? 6? Mit Traktionsprobleme. Ja. Wenn hier vernünftige Reifen drauf wären, der macht locker eine 6-0. Aber da hast du richtig gemerkt, im dritten ist einfach noch viel mehr Dampf da. Ja, wenn du im dritten wirklich das schaffen würdest, auszunutzen, das Ding. Alter, werd mal kurz wieder langsamer. Halt mal auf den Tacho. Komm schon. Fertig? Jo. Ah, da war nichts. Weit über 200, die brauchen gar nicht so lange draufhalten. Ne? Boah. Alter, das Ding marschiert, das ist nicht normal. Zieh dir das rein, halt mal drauf, ey. Alter. Boah. Ich hab Schiss gekriegt. Das hat gerade so einmal so richtig die Tür
größten Windgeräusche reingekommen. Der hat so richtig von rechts nach links ein Stück. Das muss ich mir jetzt mal, ich habe voll Adrenalin. Voll Puls. Hast du gemerkt, was er im fünften noch gemacht hat? Ja. Es marschiert einfach weiter. Es interessiert ihn die Geschwindigkeit gar nicht. Diese brachiale Gewalt einfach, ja, ne? So durchgehen, volle Pulle, als ob das nichts für ihn ist. Mhm. Okay, also 6-6. Ich bin 1000%ig überzeugt, das geht sogar noch besser. Das wird sogar eine 6 locker. Wenn du schaffst, den dritten zu benutzen, wenn der Asphalt wärmer wäre, wir haben jetzt 4,5 Grad, ist natürlich für den Motor gut, aber für die Reifen nicht besonders. Wie ich euch gesagt habe, 202 ist momentan so, von allem, was wir gebaut haben, das Auto ist so, man will ja immer so ein bisschen Angst vor seinem Auto haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Moment, wo man wirklich vor seinem Auto ein bisschen Schiss hat. Weil der ist leicht, fahrwerktechnisch müsste noch einiges gemacht werden, damit er sich wirklich, ich meine, trotz all dem, auch wenn du Fahrwerk und alles machst, bei 270 ist ein 202 ein 202. Also da muss man schon sagen, mir fehlen die Worte diesmal, ne? Ich laber zwar nervös her, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Ding ist einfach nur geil und krank. Zu viel Drehmoment. Zu viel Drehmoment. Zu viel geiler Drehmoment. Du musst aufpassen, der fängt in jedem Gang an, wirklich, der will zur Seite raus. Ey. So, und jetzt machen wir gleich Fahrerwechsel. Christoph am Steuer, Fahrerwechsel. Muss ganz vorsichtig anticken, du. Der will marschieren, das merkt man. Ich meine, du und Raphael habt das meiste ja in dem Auto gemacht, kann man ja sagen. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt so die erste Runde fährst? Ja, ist irgendwie cool, dass wir so ein Ding auf die Straße bringen. Also du fährst zum ersten Mal 55 Kompressor? So. Ja, schon. Weil bisher immer so der 5-Zylinder, 6-Zylinder-Typ. Aber du weißt schon, dass du ein schlechter Beifahrer bist, ne? Ja, ja, ich halte mich auch zurück. Ich überlasse das ausgiebige Testen dir. Ich meine, ich werde ihm jetzt nicht voll geben. Das ja, kannst du ruhig. Dafür ist das ja da. Aber wir haben gerade die Reifen mal so geguckt. Die werden gar nicht richtig warm. Ja, ist einfach viel zu kalt. Der Asphalt, alles ist viel zu kalt. Kann gar keinen Druck aufbauen. Das ist natürlich schade, wäre für den Sommer besser. Wir wechseln nun die Fahrbahn hin. Scheiße, oben mit dem Scheiß mal an. Du bist ja echt ein schlechter Beifahrer. Das waren nur 260, du bist 280 gefahren. Hör auf. Ich höre den Motor nur schreien. Irgendwann legt der den Gang ein. Du wechselst hier noch die Fahrbahn und alles. Hör auf. Oh, geil. Scheiße, ich kacke mir echt in die Hose. Ich bin ja wirklich ein Sau schlecht. Also ich wüsste schon, dass ich schlecht bin, aber... Also du könntest bei dir selber nicht auf dem Beifahrersitz sitzen. Das würde nicht funktionieren. Ich glaube nicht, ne? Ja, was sagst du jetzt? Ja, geil. Du hast vierten, fünften gespürt. Ja, ja. Also wirklich einfach, wie er immer weiter schiebt und einfach sofort abrufbar da ist, das ist einfach geil. So stellt man sich's vor, so muss eigentlich ideal sein. Also den Trick machen wir nicht mehr, Fahrerwechsel. Auf die dumme Idee, da komme ich nicht mehr drauf. Man muss ja dazu sagen, du fährst ja 202 als Rennwagen, ja, mit 5-Zylinder Diesel, 605. Jetzt hast du einen 202 mit M104 Turbo gebaut, den zeigen wir auch im Video. Und der Christoph will immer Vormopf ohne Ausstattung. Ja. Wegen Gewicht. So, jetzt fährst du mal ein Auto mit volle Bude, weil Gewicht scheißegal ist. Passt schon. Ist auch schön. Bei dem Drehmoment und der Leistung, ja, sagst du, okay, nehme ich ein Schiebe da in Kauf. Ich habe auch gedacht, sowas als Handschalter wäre geil, so die Gänge durchreißen, aber mittlerweile sage ich, das braucht man gar nicht. Also hier ist Automatik viel besser. Besser. Ja, vor allem das Getriebe ist ja so scharf gemacht, ja, Software, voll. Da denkst du ja gar nicht mehr dran, selber zu schauen. Also da hätte ich gar keine Lust, jetzt noch Kupplung, Gang einlegen, Schleifpunkt treffen und ja, vor allem, stell mal vor, du schaltest bei so einem Dings und dann rutscht die Karre drauf. Ja. Ich meine, jetzt ist er schon noch wegrutschen. Also ich finde es ein richtig geil, rundes Gesamtpaket. Richtig gut. Ja, wir hoffen, dass wir euch
ein bisschen Eindruck verschaffen konnten, wie das Ding wirklich abgeht. Ich weiß, vom Fernseher aus oder vom Handy aus wirkt das Ganze nicht so, aber ohne Scheiß, ich habe mir in die Hose geschissen. Ich bin auch ein schlechter Beifahrer, muss ich zugeben. Christoph ist ja so ein bisschen schnell unterwegs gewesen. Ja, von dem. Du warst viel schneller. Wir sind fertig, Auto funktioniert, alles hat wunderbar geklappt. Wie gesagt, 202, 55 Kompressor war jetzt, muss ich sagen, mein Liebling, also von den ganzen Projekten. Und somit bedanke ich mich bei euch. Ihr wisst ja, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und wir sehen uns. Bis dann, ciao. Und dann haben wir die Ladelufttemperatur beobachtet. Wenn wir so normal gefahren sind, waren sie so bei 30 Grad. Ja. Und dann haben wir vorher reingelatscht und dann hat das Wasser mit der Sonne eingespritzt und dann ist er runtergegangen auf 15 Grad, 18 Grad, muss ich mir vorstellen. Normalerweise geht das hoch wie verrückt und da ist es, hat sich abgekühlt. Also das war schon faszinierend.